Julius-Wodatz-Stiftung jedes Jahr einen Baum des Jahres. In Veitshöchheim finden sich diese 20 Jahresbäume entlang des neu gestalteten Rundweges. Die Baumpatenschaften übernahmen Bürger und Vereine. Warum pflanzen Sie genau diesen Baum heute hier an? Den pflanze ich erstens einmal für den Ort Veitshöchheim und zweitens ist es der Jahrgang 1994 für meinen Enkel, da ist er geboren. Diese Bäume sind also für uns ein Sinnbild dafür, Eigenheimerbund, Häuschen, und da gehört auch ein Baum dazu. Und wir haben einen Baum gespendet, weil viele Sudetendeutsche nach dem Krieg hier auf der Siedlung ansässig wurden. Die Eberesche ist ein Symbolbaum für den mährischen Ausgleich, das friedliche Zusammenleben zwischen mehreren Volksgruppen. Die Rotbuche ist also der Jahresbaum von 1990, wo unser Kindergarten eingeweiht worden ist. Und natürlich die Mutter der Bäume. Ich finde, dass das die Lebensqualität der Siedlung enorm erhöht. Ja? Und wir können nur hoffen, dass wir noch viel, viel solche Sachen bekommen. Wir wohnen schon seit 1962 hier und ich finde das also ganz toll, dass die Gemeinde so aktiv ist und so neue Wege anlegt. Es ist hier wunderschön zu wohnen. Begeisterung bei den Alteingesessenen. Aber auch Volksmusikstar Stefanie Hertel kommt immer wieder gerne nach Veitshöchheim. Also ganz wunderbares Städtchen. Ich glaube, jeder, der hier lebt, weiß auch zu schätzen, wie schön es hier wirklich ist. Aus Sicht des Naturschutzes ist dieser Wald ein sehr artenreicher Wald, eine sehr artenreiche Waldgesellschaft, die doch beachtenswert ist im Vergleich auch zu anderen Wäldern, die wir in der Umgebung haben. Die Gemeinde verzichtet freiwillig auf die Nutzung bestimmter Bäume, und zwar hauptsächlich alte Bäume. Zusätzlich haben wir aber auch noch die Beteiligung an der Aktion Baum Methusalem. Dort werden besonders stark dimensionierte Bäume sehr alt. Im Gemeindewald Veitshöchheim gibt man der Natur also noch Platz. Ja.